Forellen angeln im Sommer, das schauen wir uns an jetzt hier in diesem Video. Tipps und Tricks, wie wir auch bei Hitze Forellen angeln können und wie wir an Fisch kommen. Das wollen wir jetzt hier in diesem Video rausfinden. Also dranbleiben, ab ans Wasser. Tipp Nummer 1, richtigen See finden, der erstmal Fisch überhaupt besetzt im Sommer. Denn viele Forellenseen besetzen keine Forellen im Sommer, sondern eher Störe und Welse. Dann müsst ihr schauen, dass der See eine Frischwasserzufuhr hat, also dass wir ja frisches Wasser in den See haben oder unterirdische Quellen, die kaltes Wasser für die Forellen mitbringen. Dann tiefe Seen sind natürlich auch spannend im Sommer, da der Fisch sich in die unteren, kälteren Wasserschichten verziehen kann. Deswegen würden wir immer schauen, dass wir Frischwasser haben, also einen Wasserzufluss, unterirdische Quellen und natürlich ja Forellenbesatz. Ganz klar muss die Basis sein. Ruft vor dem Betreiber an, schaut bei Facebook, was abgeht oder bei denen auf den Webseiten. Guckt, dass ihr, wenn ihr an den Forellenseen fahrt, den ihr euch ausgesucht habt, diese Punkte erfüllt sind, dann steigen die Chancen auf jeden Fall, Forellen zu fangen. Ja, moin Leute, wir sind wieder da. Wir haben eine längere Pause, weil wir viel und intensiv an einem spannenden Projekt gearbeitet haben. Alle Infos darüber findet ihr hier unter diesem Video. Und ja, welcome back. Es geht wieder los. Schaut euch dieses Video an. Viel Spaß dabei. Bis bald. Nächster Tipp, ja, eine Polbrille. Ich habe jetzt hier meine normale Sonnenbrille mit, die aber auch eine Polbrille ist. Also die nimmt die Spiegelung vom Wasser. Ihr könnt die Fische unter der Wasseroberfläche sehen. Dann ja, vorher Sonnencreme drauf. Ne? Das Wasser spiegelt extrem im Sommer. Ihr wollt euch nicht das Gesicht verbrennen. Deswegen auf jeden Fall würde ich mir immer Sonnencreme vorher drauf machen. Eine 30er reicht. Und was ich auch gerne habe, ist eine ja, eine Cappy mit auf, dass, wenn die Sonne richtig schön ballert, ich nochmal von oben den Schutz einfach habe und mir die Sonne nicht voll ins Gesicht scheint. So, dann haben wir natürlich noch eine Toolbox am Start. Können wir mal zeigen eben. Zack, guck mal hier. Die machen wir mal auf. Zack, hier oben die Kühlakkus drin, den Deckel reingeklebt, hier drin reingeklebt. Fisch ist auch schon drin, da haben wir eine Tüte hier schön drum, dass sie schön sauber bleibt, die Truhe. Zack, jetzt wird die hier zugemacht und wird eigentlich auch nicht geöffnet, weil ich hier oben so eine schöne Klappe habe, wo wir den Fisch einfach nur reinfallen lassen. Aber das alles könnt ihr euch im Kühltruhen-Video anschauen, was wir euch nochmal unter dem Video verlinken. Ja, warum ist eine Kühltruhe wichtig? Wenn wir ja keine Temperaturen haben, die irgendwie in Kühlschranknähe kommen, wird der Fisch extrem schnell schlecht. Fisch ist ein sehr verderbliches Lebensmittel. Ich sehe viele, die den einfach nur in Schatten legen oder in der Plastiktüte in der Sonne liegen lassen. Das ist auf jeden Fall nicht von Vorteil. Dann kippt der Fisch, verdirbt. Dem wollen wir vorbeugen. Deswegen eine Kühltruhe. Hier habe ich so um die 5 Grad drin. Das ist ideal, um den Fisch zu kühlen. Ja, außerdem setze ich mich auch noch drauf. Ist gleichzeitig auch noch mein Stuhl. Also ich sitze auf meiner Kühlbox, habe meinen Fisch hier frisch gekühlt. Wunderbar. Guck aufs Wasser. Wenn einer gefangen wird, Klappe auf, Fisch rein. Klappe zu, weiter angeln, nächster Fisch. Im Sommer immer eine Kühlbox mit am Start, sonst verdirbt euch der Fisch. Gerade wenn ihr morgens in den Morgenstunden angelt und den ganzen Tag vor euch habt, muss der Fisch einfach gekühlt sein. Jetzt sind wir am Wasser angekommen, ne? Also wir haben alles erledigt, wir haben uns einen See rausgesucht, wo wir hinwollen. Wir haben uns das Gesicht eingecremt, wir haben unsere Kühlbox vorbereitet. Wir sind jetzt am Wasser und müssen jetzt schauen, ja, wo steht der Fisch. Oft stehen die Fische im Sommer unter der Oberfläche, wie wir heute hier haben. Ne, wir haben ganz viele Fische kurz unter der Oberfläche im Schwarm. Dann müssen wir natürlich jetzt gucken, wo ist hier die beste Stelle? Wo sind die Schattenplätze? Ne? Schattenplätze sind oft beliebt. Ja, entweder wo der Wind hingeht, weil da einfach Futter ist und der Fisch weniger jagen geht im Sommer, sondern eher sammelt, weil es einfach zu warm ist. Ja, Frischwasserzuläufe, also wenn wir einen Zulauf haben, sind die Fische oft am Zulauf, weil da auch sehr sauerstoffhaltiges Wasser ist. Jetzt haben wir hier das Rauschschuhrott, so schön im Hintergrund haben wir einen Belüfter. Der Belüfter bringt frischen Sauerstoff ins Wasser, wälzt das Wasser um, da halten sich die Fische auch gerne auf. Und dann müssen wir natürlich gucken, wo ist es frei. Ne? Man kommt natürlich an den Forellensee, es sind auch andere Angler da, man kann natürlich nicht immer den Platz haben, den man haben möchte. Der Platz muss natürlich frei sein. Manche Seen lassen sich reservieren, also Plätze reservieren, manche Seen nicht. Einfach gucken, dass wir behutsam hier umgehen, nicht drängeln am See und einfach gucken, wo passe ich auch hin, wenn ich jetzt meine zwei Routen aufpacke. Irgendwo reinquetschen muss ich sein und dann geht das los.
Also Tipp im Sommer, früh kommen, nicht nur, weil man da besser Fische fängt, auch weil man da die besseren Plätze kriegt. Nächster Punkt, Uhrzeit. Ja, wann sind die besten Zeiten im Sommer? Entweder früh morgens, weil wir früh morgens einfach kälteres Wasser noch durch die Nacht haben. Ne, wir haben in der Nacht niedrigere Temperaturen, das Wasser ist noch nicht so aufgeheizt, die Fische sind noch aktiver, agiler. Deswegen früh morgens, die frühen Morgenstunden sind im Sommer auf jeden Fall viel, viel besser zum Angeln. Auf Forelle, klar, gibt es auch schöne Mittagsstunden, kommt immer ein bisschen auf den See an. Aber die beste Zeit zum Forellenangeln im Sommer ist eigentlich früh am Morgen oder spät am Abend. Also wenn ne, die direkte Sonneneinstrahlung weniger ist, der See nicht mehr so aufheizt und es kühler wird. So sieht's aus. Ich fange jetzt als allererstes an mit den Spoons. Ich habe mir hier so ein paar kleine Spoons jetzt eingepackt. Da die Fische sehr oberflächennah sind, ne, habe ich jetzt hier mal knalligere Farben und ein bisschen gedecktere Farben. Also ich schaue jetzt einfach, was geht. Ich weiß, dass die Fische eben besetzt worden sind. Also wir haben es selbst gesehen. Und nach dem Besatz nehmen wir eigentlich immer so ein bisschen knalligere Farben, wo die Sonne jetzt schön scheint. Auch leichte Grammaturen. Also ich gehe jetzt nicht über 1,5 Gramm. Ich gehe jetzt so zwischen 0,5 Gramm und 1,5 Gramm. Wenn ihr jetzt keine so leichten Spoons habt, dann haltet einfach die Rutenspitze immer nach oben, ne, dass ihr den Köder schön flach führen könnt. Ja, ich habe jetzt hier eine UL-Rute, 2,10 Meter lang, Wurfgewicht 0,5 bis 3,5 Gramm. Wunderbar, 2000er Rolle drauf, extrem dünne Schnur und ein Fluorocarbon-Vorfach von 0,18 mm. So, und das probieren wir jetzt aus. Genau, kurz checken, dass die Bremse richtig eingestellt ist, ne? Dass ihr noch Schnur abziehen könnt. Nicht zu leicht, nicht zu weich einstellen, aber immer checken, dass ihr auf jeden Fall Schnur nehmt. Also, das ist jetzt Ultra-Light-Angelei. Wir wollen natürlich, gerade wenn ein größerer Fisch einsteigt und der in die Rute schlägt, dass die Rute das einmal schön abfedert und dass unsere Bremse auch mitarbeitet. Ne? Ich mache die Bremse lieber einen Ticken mehr auf als zu hart, dass der Fisch die Schnur nehmen kann, aber auch nicht zu weich, ne? Dass er nicht nur abzieht. Es muss ein bisschen Gegend drauf sein. Aber bei der UL-Angelei, mit diesen feinen Schnüren, diesem feinen Gerät, kannst du die Bremse nicht einfach komplett zuballern und den Fisch da einfach ranziehen. Das geht bei diesen dünnen Schnüren nicht. Die reißen dann einfach. Ich angle am liebsten immer mit zwei Ruten. Ne? Eine passiv, eine aktiv, um einfach ein paar Sachen auszuprobieren. Aber im Sommer ja, muss man einfach gucken, wo steht der Fisch jetzt und wie kommen wir da ran. Es gibt verschiedene Montagen, die gut funktionieren. Und die gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Köder ist im Wasser, ne? Nur ein Köder, der im Wasser fängt auch Fische. So, sagen wir mal, ich habe jetzt leider nur einen zu schweren Spoon da. 2,5 Gramm oder so und die Fische stehen extrem flach. Dann gucke ich, dass ich meine Rutenspitze einfach hochhalte. Ne? Dann kann ich den Spoon richtig schön flach führen. Also, rein. Zack, ich habe jetzt nur 1,5 Gramm hier, also bin kurz unter der Oberfläche. So möchte jetzt aber noch flacher, dass ich ja fast einen Zentimeter nur unter der Oberfläche bin. Ab, hoch mit der Rutenspitze. Und dann läuft er wie eine Eins. So, ich setze da immer lieber ein bisschen auf kleinere Köder. Ich sehe hier, dass die Forellen jetzt auch, ne, die gerade im Sommer werden ja etwas kleinere Forellen besetzt, als jetzt die fetten Lachsforellen. Hat er hier aber auch drin, ohne Ende. Das schauen wir uns gleich nochmal an mit dem Physio. Jetzt probiere ich erstmal die Spoons aus. Ne? Ist frisch der Fisch drin nach dem Besatz. Die Fische sind in Action, haben Bock. Dann nehmen wir jetzt eine schockige, knallige Farbe. Und dann probieren wir jetzt aus. Wir nehmen jetzt Spoons, Gummis, Wobbler und probieren alle einmal aus. Oh, oh, bis. Beißen vorsichtig, ne? Ja, auch kleiner Tipp. Hookkeeper, coole Nummer. Hakt ihr den ein und so ein kleiner Haken hier raus. Ne, da kommt der Haken rein. Dann klappt ihr den um. Und jetzt ist der Vorteil, falls ihr die Schnur ein bisschen gebt, fällt der nicht raus. Der wird dann gehalten. Ne, weißt Bescheid? Nächster Köder. Spoons haben wir erledigt. Jetzt gucken wir uns die Gummis an. Hier, schwarz-weißes Gummi im Sommer, oft eine Granate. Es ist schön hell, die Sonne scheint voll aufs Wasser. Wir nehmen jetzt mal ein bisschen was Gedeckteres, also so ein schwarz-weißes Gummi.
So, den ziehen wir dann unter der Oberfläche schön lang und dann gucken wir mal, was da so geil. Da ein paar Bisse kriegen. Wir sind gerade hier kurz vorm Schwarm. Der Schwarm ist direkt vor uns hier. Das ist so geil. Hier ist jetzt das eigentlich mit eins der coolsten Angeln auf Sicht. Also du siehst jetzt die Fische, ob sie hinterher schwimmen oder nicht. Kannst also ja, sie direkt anwerfen. Beim Schwarmangeln immer ganz wichtig, über den Schwarm werfen und dann in den Schwarm rein oder am Schwarm vorbeiziehen. Und dann schießen die oft raus. Also nicht direkt rein, dass wir sie verscheuchen, sondern dahinter und dann durch. Das gucken wir uns jetzt an. Also mitkommen. Und da ist er. Ha, das hat gut geklappt. So, wichtig auf Spannung halten. Ich habe keinen Widerhaken, damit ich die Gummis öfter verwenden kann. Zack. Und da ist sie im Sack. Habt ihr das gesehen? Schwarz-Weiß, hast du gesehen? Hast du gesehen? Tipp. Geheimtipp hier vom Spezi. Und Gummi ist auch schon wieder raus. So, also, Klappe auf, ne? Nicht den ganzen Deckel, nur die Klappe. Zack. Wieder rein. Fisch hier rein. QR-Code scannen. Wunderbar, genau. Klappe zu, Fisch kalt. Den Köder jetzt mal wechseln, ne? Traditionell? Ja, traditionell, traditionell. Mit Kiwi? Mit Kiwi. Gucken, was haben wir hier noch? Zimt? Auch immer lecker, aber ich suche mal einen Schwamm. Eigentlich suche ich Weiß. Nice. Wechseln wir, ne? So. Und jetzt rauf, ne? So, die nächste Montage. Super einfach. Ich habe jetzt hier meine UL-Route. Das geht natürlich auch mit einer normalen Route, aber gerade beim UL-Angeln ist das toll. Ich habe jetzt hier so eine Poplar-Pop-Montage. Der hat es hier oben, mal zeigen, hier oben eine Öse. Die habe ich jetzt hier eingehakt in meinen Snap, wo ich auch meine Spoons reinhake. Dann habe ich hier hinten die Schlaufe einmal durchgezogen mit einem Vorfahr von 60 cm. Dann habe ich hier jetzt meinen kleinen Haken drauf, meinen Forellenhaken. Und auf den Forellenhaken können wir jetzt ja alles drauf machen. Wir können entweder die Bienenmaden draufpacken oder, was ich jetzt in dem Fall mache, so ein Jum-Jum, das ist so ein Gummiwurm, der auftreibend ist, der sinkend ist. So, und jetzt haben wir ja hier gerade das Thema, den pieksen wir jetzt hier in der Mitte auf. Jetzt haben wir ja hier gerade die Situation, dass der Belüfter an ist, ne? Ich kann es ja mal auf Wasser zeigen. Ne, und der Belüfter hier, ihr seht, dass von dem Belüfter aus so diese Wellen jetzt kommen. Und in diese Wellen werfe ich jetzt meine Poplar-Pop-Montage. Die Fische stehen sehr flach, also nah unter der Oberfläche. Und jetzt ist der Poplar-Pop in Bewegung durch die Wellen, die auf dem Wasser sind. Und dadurch bewegt sich jetzt der Jum-Jum, also der Wurm unter Wasser, ganz langsam immer so ein bisschen. Und das animiert die Fische oft zum Biss. Also es ist eine super schöne Oberflächenmontage, die ich dann mit meiner UL-Geschichte gut angeln kann, wenn ich jetzt kein Posenrote oder irgendwas anderes jetzt mit dabei habe. Nehme ich einfach die Poplar-Pop-Montage und fische jetzt unter der Oberfläche. Genau. Gleich zeigen wir euch noch eine weitere sehr fängige Montage. Aber das ist jetzt ähnlich wie eine Pilotkugelmontage, kann man das sehen. Hier ein bisschen lecker Lachs. Ne? Die Tüte haben wir aufgemacht, dass er ein bisschen antrocknet, dann kriegst du ihn besser auf dem Haken. Wir wollen jetzt ja auch so ein bisschen auf Stör angeln. Das ist das Schöne beim Forellenangeln im Sommer. Es werden auch Störe besetzt, weil die Temperaturen einfach besser abkönnen. Und deswegen haben wir uns jetzt hier den Lachs drauf. Da ist er. Jetzt ist er aber da. Jetzt ist er aber da. Ja, gut, dass ich den Kescher vorbereitet habe, ne? Hopp! Oh, das gibt's doch nicht. Was geht jetzt in dir vor? Gar nichts. Frustration. Ja, Henrik. Konzentration. So, vorne. Hast du wieder deine Kinderhaken da drauf? Nein, ich habe richtige Haken. Deine Goldfischhaken. Hat gebissen, oder? Ja, hat gebissen. Ja, sind bestimmt 4 oder 5. Ja. Es ist immer nicht so einfach, das hier richtig aufzupieksen, den Kram. Muss ja auch halten, ne? Hier ist so ein Knorpel drin, das ist gut, da piekst du ihn schön rein. So, oh, lecker, 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 lecker. So.
Die ziehen hier am Rand entlang über den Grund. Deswegen brauche ich gar nicht so weit raus. Nein! Ah doch, ist noch dran. So, jetzt gibt es Mittag. Bei Fisio gibt es immer um 12 Mittag. Schön Bratwurst, wunderbar. Und danach gucken wir, dass wir frischen Fisch fangen. Ne? Also, wir haben die Routen jetzt hier nochmal alle schön gesichert. Bügel sind auf, Bremsen sind eingeschaltet, Bissanzeiger auch. So, ich habe da noch was mitgebracht. Ne? Zum Mittag muss es ja auch was Ordentliches zu trinken geben. Ne? Was haben wir denn da Schönes? Tada! Ne? Eiskaltes Gröninger Pilz. Ne? Frisch aus der Brauerei hier. Sensationell, naturtrüb. Ne? Vom Feinsten. Das gibt es jetzt natürlich zur Bratwurst. Hast du schon wieder ein Biss oder was? Bist aufgeregt, ne? Ja, geil bei Efisio. Der macht auch immer noch Mittag. Ne? 12 Uhr gibt es hier schön Bratwurst, kannst du vorbestellen. Also wenn du am See bist, fragt er einmal, wer hat Bock auf Bratwurst. Und dann geht er los. Ne? Wir haben was zu trinken mit, er hat Wurstchen mit. Und jetzt gucken wir uns mal den Grill hier eben an. Ne? Fiese, zeig doch mal her. Kommandante, alles unter Kontrolle. Oh, alles unter Kontrolle. Guckst du hier, Spezialgrill, alles da. Puffi, puffi. Konzentration. So, guck mal hier. Die Fisio hat so eine tolle Fischqualität hier. Picobello. Alle Flossen dran. So sollen die aussehen. Guckst du das an hier? So sollen die Forellen aussehen. Schöne Portionsforellen, super Größe. Wunderschön. Ja, auf Pilotkugel gefangen. Bienenmade. 5 cm unter der Wasseroberfläche. Die Fisio macht Besatz. Pass auf, es geht los. Hier ist Party, du. Guck mal. Oh ja, oh, schöne. Guck mal. Ist perfekt. Perfekt, ja. Ich glaube, ne? Oh, sehr auch schöne Größe. So, Puffi. Na, Henrik, wo ist dein Fisch? Hä? Na, ruhig Fisch bleiben, weg? Ruhig bleiben. Henrik. Was ist da los? Gut. Ich gönn euch das doch. Ich gönn euch das doch. Ich höre das doch. Ich höre das doch raus. Ich bis hier deine Ausstrahlung. Nee. Dieses Unbefriedigte. Ja, im Sommer funktioniert die Pilotkugelmontage hervorragend. Also, wir nehmen jetzt einen schwimmenden Spirulino, dann ein Vorfach. In dem Fall habe ich jetzt hier einen 1,50 Meter Vorfach. 2 Meter geht auch, ich nehme 1,50, da habe ich ein bisschen weniger Vertüdelung. So, dann brauchen wir eine Pilotkugel. Die habe ich jetzt hier. Kann man gut sehen, dass die oben Gummis hat und unten Gummis hat. Die ziehen wir jetzt ab. Dann ziehen wir die über den Haken drüber. Zack, auf die Hauptschnur drauf. Nummer 1. Dasselbe machen wir mit dem zweiten. Und jetzt stecken wir die Pilotkugel in diese Gummis hier rein. Und darüber bestimmen wir jetzt die Tiefe. So, wir wollen jetzt mal so 5 cm unter der Oberfläche sein. Oder guck mal, das sind schon mehr, das sind 15. Nicht mal so runter auf 10, weil die Fische sehr flach stehen. Also wir können sie richtig kurz unter der Oberfläche schwimmen sehen. Deswegen nehme ich jetzt so 5 cm oder 10 cm. Denn ich nehme jetzt als Köder eine Bienenmade. Die treibt auch so langsam so ein bisschen auf und vom Wind wird die ein bisschen gezogen. Dann geht der Köder automatisch wieder ein bisschen hoch. Genau, und das hängen wir jetzt in unserem Wirbel ein. Ja, hier haben wir einen schwimmenden Spirulino oder eine Master heißt sie in dem Fall. Die hat sogar noch so eine Rassel mit drin. Muss natürlich nicht sein. Dann haben wir einen Gummistopper, dann haben wir den Knoten und hier so einen Zwivel von Trautmaster, der schwimmt. Der hat so eine kleine Kugel nach vorne dran, der die Montage einfach aufrecht hält. Weil sonst würde das hier runterhängen und
Funktioniert auch, aber es gibt einfach ein bisschen mehr Vertüdelung. Montage ist sauberer, wenn sie gestreckt ist. Das kann ich gleich nochmal zeigen. Ja. Also die Montage ist jetzt unter was. So schwimmt sie jetzt gerade auf. Wenn dieser rote Zwirbel jetzt nur ein Wirbel wäre, würde der unter Wasser so durchhängen. Weil ein Wirbel ja sinkt. Ne? Der Auftriebskörper, also der Spirulino, hängt oben. Der Zwirbel würde unten liegen. Und dann würde die ganze Montage so im Wasser liegen. Wir wollen, dass sie so im Wasser liegt, schön gerade. So, jetzt machen wir da eine Bienenmade drauf und dann geht's los. Ne? Hat ja gerade geklappt bei uns beiden. Im Doppeldrill. Ja. Kann ja sogar bis zu 1 cm, guck mal, ich kann die ja fast, kann die eigentlich bis vor den Haken ziehen, die Pilotkugel. Und dann würde ich jetzt nur 2 cm unter der Oberfläche angeln. So, wir wollen jetzt aber so 5 oder 10 cm. Zack, ziehe ich den einfach auf die Höhe. Und wenn ich noch tiefer gehen will, ziehe ich den einfach hoch. Also ich bin in den Höhen sehr flexibel. Für die UL-Geschichte ist das gleiche mit der Poplar-Pop-Montage. So, jetzt ziehen wir die Bienen mal da auf. Mal im Kopf rein hier, zack, einmal rauf. So. Hoch. Machen wir noch eine zweite drauf. So die klassischste Methode hier. Einer der klassischsten Köder dazu. Jetzt sehe ich den schwimmenden Spirulino und meine Pilotkugel dahinter. Und die Pilotkugel ist jetzt meine Bissanzeige. Wenn die wegzieht, dann weiß ich, es gibt frische Fiske. Na Henrik, du übst das ja noch ein bisschen, ne? Schön, ne? Ist richtig herrlicher Tag. So, jetzt wisst ihr, wie ihr auf jeden Fall die Chancen im Sommer erhöhen kann, Fische zu fangen, vor allem Forellen zu fangen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Petri Heil. Ciao, ciao.